Hallo und herzlich willkommen hier in der Abenteueroase, kreativ und draußen. Ich bin Captain Joe und ich begleite dich bei deinen ersten Schritten in die offene See der Kreativität in und mit der Natur, hier draußen und bei jedem Wetter. Denn du weißt, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur die falsche Kleidung. Ich zeige dir, wie du die Kraft und Vielfalt der Natur nutzen kannst, um selbst kreativ zu werden. Auf diesem Kanal werde ich die verschiedensten Dinge ausprobieren und mich von der Natur inspirieren lassen. Ich selbst habe die Natur als friedvollen Kontrast zu unserem hektischen Alltagsleben schätzen gelernt. Dir ist das vielleicht selbst bei einem Spaziergang durch den Wald schon mal aufgefallen. Der Gesang der Vögel, das Rauschen eines Baches, der Duft von Wald im Spätsommer. Für mich persönlich ist das Erleben dieser Kontraste eine Keimzelle der Kreativität. Wenn ich meine Notizen durchschaue, die ich als Kind und Jugendlicher geschrieben habe, dann sehe ich, dass die Texte vor allem von Ebbe und Flut oder Wüste handeln. Die eindrucksvollen Bilder der Natur haben mir geholfen, meine persönlichen Themen zu beschreiben. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch mein künstlerisches Schaffen. Wie klingt Neuseeland? Taufelt herab, gedenkt der kalten Nacht, auf uns fällt ganz hold, Sternentaugold. Und hier dieses Steinfeld müssen wir klanglich natürlich auch mitnehmen. Hier auf diesem Kanal zeige ich dir, was mich inspiriert und meine Best Practices. Wir gehen also auf eine ziemlich besondere Art auf die Reise in die Natur rund um die Welt, die du so vielleicht noch nicht gesehen hast. Ein Abo lohnt sich auf jeden Fall schon jetzt. Du fragst dich jetzt, was das konkret heißt? Kein Problem, lass mich dir ein bisschen mehr erzählen. Als Kind und Jugendlicher war ich viel mit den Pfadfindern in der Natur unterwegs. Das hat mich so geprägt, dass es mir bis heute wichtig ist, regelmäßig draußen zu sein. Deshalb habe ich eine Weiterbildung gemacht zum Wildnis- und Erlebnispädagogen. Was ich daran liebe, ist die Herausforderung, aus so wenig so viel zu machen. Man geht als Entdecker in die Natur und je länger man beobachtet, desto mehr Möglichkeiten erkennt man. Und dann wird man zum Erfinder. Man schafft es, sich zurechtzufinden, es sich gemütlich zu machen und Lösungen zu finden. Diese Erlebnisse bleiben im Gedächtnis und machen fast ein wenig süchtig. Für mich ist es wichtig, ein kleines Stück Natur mit nach Hause zu nehmen. Und damit meine ich nicht das Feuerholz für das nächste Lagerfeuer. Es geht um die Erinnerung an den guten Moment draußen. Damit wir uns auch nächste Woche noch gut daran erinnern können, könnten wir jetzt ein Foto machen. Aber was wäre, wenn wir etwas so Besonderes schaffen, dass du nicht zurückscrollen musst, um dich zu erinnern? Das könnte zum Beispiel eine Klangcollage aus Naturgeräuschen sein. Ein besonders gelungener selbstgeschriebener Text, ein Gedicht, eine Geschichte, die du selbst mit den Geräuschen des Waldes vertonst. Ein selbstgestaltetes Naturmandala oder ein gemaltes Bild der Geräusche, die du gehört hast. Ich selbst habe es als große Chance empfunden, wie man mit Medieneinsatz kreatives Schaffen unterstützen kann und als Erfolg festhalten kann. Meine Arbeit mit Jugendlichen hat mir gezeigt, dass ich nicht der Einzige bin, der diesen Moment wertschätzt. Denn es gibt auch nichts Besseres, als Erfolge festzuhalten und mit Stolz auf diese zurückblicken zu können. Und so können die Projekte auf diesem Kanal hier aussehen. Jetzt schauen wir mal, welche Klänge der Strand so hergibt. Und wir brauchen von hier oben natürlich auch noch irgendeinen Klang. Und da holen wir uns doch einfach mal eine Bassdrum. Ja, ich hab's geschafft. Ich freue mich, wenn wir uns gemeinsam auf diese besondere Reise begeben und unsere Kreativität mit Hilfe der Natur erblühen lassen. Also abonniere am besten jetzt diesen Kanal. Teile deine Projekte, Ideen und Erfahrungen in den Kommentaren oder auf Instagram unter dem Hashtag
kreativ draußen. Und kreativ draußen soll keine leere Floskel bleiben. Deshalb biete ich Seminare und Workshops an, in denen wir gemeinsam kreativ draußen sein können. Mehr Infos dazu sowie zu den offenen Terminen findest du auf meiner Homepage abenteueroase.de. Dort kannst du dich auch für einen Newsletter eintragen. Den Link findest du in der Videobeschreibung, genauso wie zu Instagram und dem ganzen anderen Kram. Wenn du Interesse hast, freue ich mich, wenn wir in Kontakt kommen. Ich möchte euch dazu ermutigen, mit Hilfe von Naturerlebnissen kreativ zu werden und würde mich freuen, wenn wir eine kleine Community von kreativen Naturbegeisterten gründen. Ich werde hier regelmäßig Videos hochladen, die sich mit dem Kreativsein im Draußen beschäftigen. Mal mehr künstlerisch, mal mehr technisch, aber immer naturnah. Ich habe schon eine lange Liste mit Themen, aber ich lasse mich auch von euren Ideen inspirieren. Deswegen haut eure Ideen jetzt in die Tasten. Also bleibt kreativ und draußen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.